Einen wunderschönen Sonntagnachmittag gewünscht hier bei der fast täglichen Farmsim-Show, wo wir täglich, fast täglich, realistisch, virtuell euch versuchen, Landwirtschaft näher zu bringen. Das Intro total versaut, aber das ist auch egal, weil mir tun die Beine weh. Rainer ist heute mit dabei. Und muss mal gucken, wer da noch kommt. Ach, wir sind noch im falschen Channel, sehe ich gerade für Timo, einfach dazu zu kommen. Bavarian Redneck, Servus, Beta Hydri, Hi, Fenty, Serv 1900, Kalle, Grüße. Sollen wir ins Stream-Channel mal gehen? Wir sind im falschen Channel. Du. Also ist noch so, Macht der Gewohnheit, komm, switchen wir mal gerade rüber in den Stream. So, sind wir auch hoffentlich noch da. Dieter, Grüße, Neon, hi, Achim04, hi, The DJ, Servus, Scratchkills, hi, AgrarFelix, moin, danke für dein Follow, DJ, Fox Farming, YouTube, hi, Chisel, ja moin, Andi LS, Grüße, Chisel, du kannst auch dazu, könnt ruhig mit in den Voice kommen, muss noch etwas essen, dann komme ich auch ein bisschen, ja, sehr schön. Machen wir heute. Stimmt, Essen. Ich muss gleich noch mal kurz in die Küche. Aber du wohnst doch in Essen. Was willst du denn? Ja, das auch. Ich habe auch Hunger. So ein bisschen. Aber. Schüssel ist auf Gassi-Runde. Ich hoffe, du hast den Hund dabei, sonst wird es ein bisschen merkwürdig. Bitte nach. Psycho-Bäcker, moin. Heute wollen wir mal ein bisschen spielen. Herr Nachbar, was. Ich darf dir ja helfen. Darf ich heute ein bisschen Ladewagen fahren? Richtig. Ladewagen fahren, ich mach heute den Schnacki. Schnick, Schnack, Schnacki. Ja, falsche Schleppermarke, aber ja. Ach, wieso? Das ist der Lohner, der fährt da auch alles. Manello, moin. Und ich dachte schon, jetzt gibt's den Comtalk. Na, ich weiß nicht. Also, in der kommen, da sind auch einige, ich weiß nicht, ob die sich so im Stream beherrschen können. Da, müssen wir mal gucken, ob und wann wir das nochmal machen. Heute einfach mal, dass ich auch mal einfach mal ein bisschen fahren kann. Wo fahren wir denn überhaupt hin? Am Bullenstall das einsammeln oder? Mhm. Kannst du. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin der Einzige, der keinen Beifahrer sitzt drauf hat. Nein! Okay, ich beeile mich. Ich hüpfe mal eben schnell in die Küche. Genau, ja, oder so, genau. Landwirt 015, Servus. Jetzt muss ich mal. Oh, das ist jetzt das erste Mal, dass ich mal wieder auf die Straße gucken muss. Darf. Herrlich. Herrlich. Jetzt fahre ich bestimmt am Bullenstall vorbei. Ich glaube, ich bin schon am Bullenstall vorbeigefahren. Ach nee, ich habe die Karte noch an, da unten ist er doch. Boah, schon so lange nicht mehr hier. So, vor der Brücke ging es doch irgendwo rein. Genau. Und dann müssen wir auch mal, Moment, wir müssen auch mal hier stufenlos anmachen, gell? Warte. Können wir doch hier schön stufenlos fahren mit Fahrhebel. Machen wir uns doch schön einfach. Oh, ist das herrlich, mal wieder ein bisschen LS zu spielen. Ihr dürft und könnt gerne jede Menge Fragen stellen. Ne? Gleich, wenn Timo dabei ist, auch zu den Tieren. Ich hoffe, Schüssel geht schnell die Runde und kommt dann danach auch noch in den Voice. Dürft ihr gerne halt echt Fragen stellen. Der Stall hier? Den Stall hat Rainer doch schon lange gebaut. Der ist auch. Den Stall darf ich auf der Eifel verwenden. Habe ich auf meinem Hof in der Eifel.
Also der wird auch released. Sandro, servus. Warte, Rainer ist gerade in der Küche. Der kann gerade nicht antworten. Der kommt aber gleich wieder. Beziehungsweise kannst du ihn dann gleich fragen. Das mit den Bodenpunkten, das ist doch eigentlich schon im LS drin. Durch den Unterschied zwischen den verschiedenen Bodenarten. Ackergaul, ja servus. Servus, braucht man ein neues Safe Game, wenn man mit TerraLive spielt? Ja, natürlich, weil du kannst mit. Es ist ja alles komplett anders. Mal abgesehen vom Wachstum von anstatt 12 Monate sind es 48 Wochen. Die ganze Ordnerstruktur, es ist alles anders. Alles komplett anders. Kai Kerber, hi. Ist alles, also da gibt's, du kannst keinen alten Spielstand. Anfang mal abgesehen davon, dass die Maps anders heißen und es ist alles anders. Grüße an den Spreewald zurück. Boomgamer Tony, hi, servus. Dennis, müssen wir gucken, ob TerraLive auch für die OSK kommt. Also wir werden mit Sicherheit uns die OSK in TerraLive reinhauen für unsere Spiele. Ob Takers die dann haben will oder nicht, muss man gucken. Anderer Mapname wäre das kleinste Problem. Nee, ja, es ist die ganzen Zuweisungen von den Pfaden und so. Also eine Map, die ursprünglich, keine Ahnung, 600, 700, 800 MB hat, ist bei TerraLive viel, viel kleiner, weil die ganzen Ordnerstrukturen geändert sind. Also das meinte ich damit. War ein bisschen blöd ausgedrückt. Falco, moin! Jetzt muss ich aufpassen. Hier ist ja Sam sein Skripti drauf, dass ich hier nicht überlade. 94% reicht ja. Ja, die Map wird kleiner, weil ja im Prinzip Ackerschnacker TV, moin. Weil ja die ganzen Texturen und der ganze Kram ist alles nicht mehr in der Map drin. Wie gesagt, die Map wird in TerraLive eingebaut, nicht TerraLive in die Map. Das heißt, wir haben irgendwie so, keine Ahnung, 2 oder 3 GB TerraLive und da kommt dann, wird dann die Map reingepflanzt. John Deere 68, danke für den Follow. Holzerbauer, servus. Ne, deshalb, ist ja echt kein Scherz, dass wir sagen, es wird nicht in die Map eingebaut, sondern die Map wird in TerraLive eingebaut. Habt ihr an den Gülletexturen was gemacht oder bleibt der konstant gelbe Film? Ne, wir haben, soweit ich weiß, haben wir die auch schon angepasst für verschiedene Güllearten. Aber wir warten im Moment ja noch auf den Patch von Giants und ja, wir stocken im Moment so ein bisschen mit weiter einbauen. Jelly, moinsen. Bin wieder da. Ja, Timo fragte, was ist denn das für ein Stall? Schon wieder. Habe gebaut, ich gemacht und so. Ja, der Bullestall. Kommt ja auf Vereifel mit der Hofe von der Main oder so, ne? Oder irgendwie. Genau, das ist das Paket, was du halt auf dem
der Eifel nutzen willst, ja, wo die vier Ställe drin sind, die ich hier auf dem Hof benutze. Ist es schwer, die Karte einzubauen? Naja, kommt halt drauf an, wie die Fähigkeiten und Fertigkeiten sind. Also es gibt von uns keine Anleitung dafür oder so und auch keine Hilfestellung, weil wir halt ja in einem konstanten Fluss sind, also... Ja, danke, Timo. Der hat tatsächlich ein reales Vorbild. Das habe ich in einem YouTube-Video gesehen und dann dachte ich, hier könnte man eventuell mal nachbauen. Da ich dann zu faul war, selber Texturen zu machen, habe ich die von Giants gemacht. Nur mal so als Info, ne? Ganz zum Anfang vom LS, wer hat da so gerne Valtra gefahren und wer ist da immer belacht worden? Liebe Gemeinde da draußen? Ha! Oh, ich liebe Valtra. Aber Rainers Valtras sind natürlich auch richtig schön. Hat richtig viel Liebe umgebaut. Und ich musste doch immer... Der Monitor ist zu weit weg. Ich habe gedacht, das ging einfacher, wenn das links wäre. Ich lasse lieber die Finger von. Gibt ja schon meine Favoriten-Map für einen Singleplayer. Was ist denn deine Favoriten-Map für einen Singleplayer? Boom-Gamer Tony. Psycho-Bäcker. Moin. Modellkramer, hä? Ich komme rein, ich erscheine, I'm close by. Ich muss aber erstmal wieder alles lernen hier. Halbes Jahr nicht richtig am Trecker gesessen und hier auf den Hof nicht mehr so oft gefahren. Ich sehe deinen Namen. Links oder rechts? Das ist egal. Wurde mir schon. Mitte, boom. Susanne? Wo ist du? Hey, Susanne, hi. Ach, die Holzer. Ja, klar, die Holzer ist natürlich... Ach so. Nee, ich wurde wegen Valtra belächelt, Fenty. Auf der Chicho hatte ich Valtra, JCB. So, jetzt müssen wir mal gucken mit dem Abladen, wie das funktioniert. Ich glaube von innen. Ey, wir haben auch nirgendwo Kameras verbaut, ne? Das ist komplett an uns vorbeigegangen irgendwie. Also, ne, wenn wir treue Schnackis sind, müssen wir das eigentlich auch noch machen, weil der hat ja. Also der alte Valtra, den ich hier vorne stehen habe, der ist auch der einzige, der Dashboard live drin hat bei mir. Nee, ich meine jetzt mit den Ladewagen hinten und so, weißt du, und. Ja, aber das geht da aber da gibt's ja jetzt inzwischen auch so einen Mod, wo du Kameras mit verbauen kannst. Und so. Genau. Aber mit der Sportlife habe ich mich halt auch so gar nicht wirklich befasst. Ah, jetzt. Was? Nee, irgendwie. Irgendwie möchte dein Silo das nicht anerkennen hier. Hast du mir Lohnerstatus entzogen oder so? Nee, dann kann ich den Trecker gar nicht fahren. Kannst du den Trecker nicht fahren. Der springt nicht um. Bei mir steht Silogras. Bei mir steht. Warte mal. Kann das sein, dass das da dran liegt? Nee, bei mir steht unten unter Füllstand Häckselgut, Verdichten 0, Abdeckplane weiß. Lass mich mal rein, Rainer. Finde ich nur, dass Rainer leise ist. Ich sitze gerade ein bisschen weiter vom Mikro weg. Jetzt besser? Ich kann hier abladen. Ja, mach du mal. Bei mir wollte er nicht. Oder ich habe einen Schlauch nicht dran. Ach, kann auch sein, ich habe die Schläuche nicht angeschlossen wahrscheinlich. Ja gut, bei mir sind sie dran. Ja. Aber mich wundert, dass du dann überhaupt aufladen konntest. Stimmt. Ja, Schnacki und seine Cams in den Wagen, aber find's super. Ja, das ist doch eine total coole Sache. Okay. Holzerbauer, was steht heute an? Bin gerade nebenbei am Dreschen auf der Ellerbach. Heute einfach mal so ein bisschen daddeln und eure Fragen beantworten. Und ich hatte ja gesagt, dass wir auf der hier auf der OSK eigentlich nicht mehr streamen, weil ich halt leid bin. über. Gesehen. Fast nicht. Über TerraLife zu reden und nichts zu zeigen. Und jetzt haben wir ja TerraLife schon mal ein paar Sachen gezeigt. Dann habe ich gedacht, okay, dann spielen wir heute mal ein bisschen auf der OSK, weil ich habe die Höfe vermisst und das alles und das Safe Game hier, das ist schon... Dann guck mal, ob du
die Schläuche dran sind und so. Und, falls das nächste Mal klappt mit dem, mit dem Abladen, so, also ich glaube, denk mal so 4 km/h kannst du von Anfang an fahren bei dem Silo mit dem Ladewagen. Über den Zug fahren, erst Bremsung gehört im Lokführer. So, ich hab jetzt breit. Und hier, wir haben ja halt so viel Zeit rein investiert in den Spielstand und so. Wir haben den ja angefangen vor Mais Plus quasi, ne? Ne, mit Mais Plus quasi. Als die Web rauskam, haben wir den angefangen. Genau, war da Mais Plus schon da? Ja. Na gut, dann mit Mais Plus. Und dann haben wir ja so ein bisschen auf die Terra Life Alpha umgemodelt. Da hat Björn uns ja das Safe Game gerettet und hier ist halt echt so viel an Höfebau und Landveränderung und so drin. Das ist ein... Ich Chat lesen und muss ich auch wieder lernen. Muss mir das doch irgendwie mal den Monitor über den anderen Monitor machen. Und jetzt hier kann man halt einfach so ein bisschen, können wir halt mal so ein bisschen daddeln. Wir müssen noch ein paar Sachen fixen, dass wir vielleicht, kann ich jetzt nicht sagen, besprechen wir heute Abend erst im Meeting, aber ich gehe mal davon aus, dass wir dann alsbald auch auf der Eifel dann anfangen, die Karte vorzustellen. Eicherpower, moin. Ich hoffe, du bist heute Abend auch dabei. Wird sich Mais Plus dann mit Terra Life eigentlich aufheben? Wenn du Mais Plus im Ordner hast und spielst Terra Life, schaltet sich Mais Plus ab. Es sind alle Feature von Mais Plus ohnehin in Terra Life drin. Das ist genauso mit dem Enhanced Animal System, das ist mit Grazing, das ist mit dem ganzen Kram so. Alles, was von uns ist, haben wir einen Killswitch reingebaut, damit nicht aus Versehen da irgendwelche Komplikationen auftreten. Und weil Leute ja doch vergessen. Haben sie auch langsam wieder kapiert, wie so ein Silo-Verteiler funktioniert. Und weil Leute ja doch ab und an vergessen, dass sie die Sachen noch im Ordner haben, wollen wir uns einfach die Support-Flut ersparen. Weil es leider auch genug Leute gibt, die mehr in der Mod-Ordner als der Download-Ordner. Oh ja. Ja, bei uns ist es ja anders. Bei uns ist ja der Server-Ordner, der Download-Ordner. Apropos auf dem Terra Life, auf dem Test und Eifel-Gedönse, ne? Da ist noch ein Mod nicht aktiviert. Ich hoffe, falls Nightclock zuhört, ich hoffe, der aktiviert den noch. Ich weiß den Namen nämlich gerade nicht mehr. Und zwar ist das dieser Mod hier, der das F1-Menü verlängert. Ja, stimmt. Ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt. Den haben wir aber noch nicht aktiviert. Hatten wir beim letzten Mal, Kloki, mir den noch draufgetan. Und ich sehe das jetzt nur, ich habe das jetzt eben nur gesehen, hier auf dem ist der auch drauf und das ist halt schon ziemlich geil. Du liest ja so ein bisschen Chat mit, ne? Ich versuch's, ja. Okay, weil ich bin hier gerade... Ich habe ja leider immer noch keinen zweiten Bildschirm, das ändert sich aber hoffentlich dann in ein paar Wochen. Ah ja, genau, falls noch jemand einen Bildschirm aus der Community abzugeben hat, uns Rainer sucht noch. Ich muss mal ganz kurz hier... Ja, das ist der 27-Zoll-Bildschirm, den ich vom Alien geschenkt gekriegt habe, der hat leider das Zeitliche gesegnet. Ist aber auch schon eine Weile her, ne? Corona war das. Als ihr nach Stade gefahren seid, habt ihr mir das Ding vorbeigebracht. 4 Jahre und der war ja schon, ja. Der war ja auch schon nicht mehr der Jüngste. Kai Kerber hat 3 abzugeben. Das Beste war, ich habe ja ein paar Wochen, bevor ich den Bildschirm von dir gekriegt habe, noch am Laptop gespielt. Ich habe gedacht, ich sitze im Kino, als ich das Ding aufgebaut hatte. Paul Strohhut, Dankeschön für deinen Follow. Ja, sollte klappen, es sei denn, ich werde vom Blitz getroffen, sehr gut. Verschwinden Gras bzw. Heureste auf den Wiesen mit der Zeit von selber, so wie es früher bei Seasons war. Das ist noch nicht klar, da kann ich im Moment gerade nichts zu sagen. Das ist ein... kommt ein bisschen drauf an, wie viel Ressourcen wir noch frei haben für Performance. Weil das ist relativ performanceaufwendig, wenn man es halt... nicht nur so macht, wie es bei Seasons war, sondern wenn man es dann richtig macht. Und
Dreimal 32 Zoll curved. What? Also die werde ich nicht umkriegen, aber... Ja, aber einen davon? Oder zwei? Ja, ja. Ja, ja, also zwei habe ich jetzt gerade so gedacht. Zwei könnte gehen. Bist du bei uns auf dem Discord? Weil dann müssen wir uns doch irgendwie mal vielleicht kurz schließen am besten. Ja, Kai, musste Rainer mal auf dem... Ja, ja, am besten, er sagt mir seinen Discord-Namen, weil ich weiß nicht, warum man mir keine Freundschaftsanfragen schicken kann. Ja, ja, deshalb dachte ich, nee, er schreibt was in, auf dem Discord, schreibt hier, ich bin der Kai von Dingens, und dann... Ja, genau, so ist er am einfachsten. Ich habe dreimal 27 Zoll curved und einmal 32 Zoll curved mit 240 Hertz. Ja, 240 Hertz, das... Ich habe was Sonderbares gemerkt, und zwar wird bei uns das aufbereitete Gras bei Regen weniger. Ist das ein Mais-Plus-Feature? Das ist, ist das nicht sogar Placebo? Giants? Discord-Name ist Kai Kerber, wie hier. Ja, schreib am besten kurz was im Dingens. Hi Kai hier oder so, dann kann Rainer dir was schicken, eine Freundesanfrage schicken. Ja, ist am einfachsten. Ne, einfach im Allgemeinen kurz. Fällt mich dann spätestens nach dem Stream eben. Das ist eine, nee, keine Ahnung. Also bei uns verschwindet halt nichts, wird halt nichts weniger. Es ist halt nur der Unterschied zwischen den Wendestufen. Wenn du frisches Gras da liegen hast, liegt das dünner als das Standard Giants, also sprich das aufbereitete Gras. Ich habe es gewendet, dann lag es einen Tag, dann war sichtbar weniger. Nee, eigentlich, also wär mir jetzt total neu. Aber bist sicher, dass du den 22er gespielt hast und nicht den 19er? Lukas Fossel, moin, Kölsche Papias, servus. Ach, hier mit dem Bier, ne? Mit dem Duck-Dingens da. Mhm. Ich stand davor, ich habe mich bepisst vor Lachen. Daniel hat überhaupt nicht gewusst, was los ist. Und ich sage, boah, muss ich fotografieren? Ja, ja, hättest ja aber auch eine Flasche von mitnehmen können. Das ist ziemlich lecker. Ja, dass du dazu geschrieben hast, dass es lecker ist, das war dann zu spät. Da waren wir schon raus aus dem Trinkgut. Weißt du, für nächste Mal entscheiden. Ja, auf jeden Fall. Also das nee, Duckstein ist eigentlich schon... Ja, aber ich stand halt davor und wow, it's never duck. Wow. Und dann so, hä? Verstehe ich nicht. Es gibt ja auch das Bier aus Österreich, fucking hell, ne? Ja, ja, aber halt, weil's halt wirklich, it's never duck, weißt du, das ist so, war halt so der freundlichere. Boah, das macht schon Spaß. Das macht schon Spaß hier, das Ladewagenfahren. Was für wie Heckler fahren. Nee, ich fahre tatsächlich auch lieber Ladefahrt. Oh. Schönes Gespann. Pipi 4x4, moin, Ebi, hi. Was heute ansteht, kannst mal gucken, Rainer hat er geschrieben gerade. Liegen gebliebene Sachen aufarbeiten. Ja, okay, viele Fragen beantworten. Nee, ich meine, der Kai hat geschrieben im Mais ja, Plus. Ja, ich guck's sofort. Also heute einfach mal eine Runde nochmal USK-Spielstand, ne, weil wir hier halt sehr, sehr viel Zeit und sehr viel Liebe reingesteckt haben im Umbauen von der Karte und Höfe bauen und Rainer mit Höfe literally bauen. Hier den Stall und so. Fehlen zwar die ganzen Feature und so, aber...
Ah, warte, ich muss mal ganz kurz, was aber total cool ist, noch, ich zeige euch das mal, oder kann ich hier reinspringen? Wurde ich letztens noch gefragt, wegen den braunen Holzstab. Warte mal, ich bin hier noch auf der. Wir haben ja Sam's Skript hier drauf. Ich wundere mich gerade, warum sich das Silo nicht breit fährt, aber. Mhm. Da war ja was. Also mit den braunen Holzsteinen, ne? Wir haben also auch braune Holzsteine. Das hier ist aber Alpha, wie gesagt, das sind Alpha-Modelle, aber wir haben halt braun und schwarz gemischt bei den Holzsteinen, weil das halt hier bei uns im Rheinland so eine typische Sache ist. Warte mal, jetzt muss ich erstmal den Trecker wiederfinden. Wo habe ich den denn jetzt? Da, ne? Ja. Ich weiß nicht mehr, wer es gefragt hatte, aber. Da hatte ich noch gesagt, das hatten wir auf der OSK schon. Bei uns ist das halt üblich, dass halt hier die rotbunte und die schwarzbunte halt mit Holstein gekreuzt wurden und dass wir halt dann sozusagen gemischte Kuhherden hatten. Schwarz und rotbunt. Ah, ich muss auf die Straße gucken. Boah, hier passt doch wenigstens der Shader wieder zum Map-Lighting und so. Hier hat der Björn ja auch, glaube ich, das Map-Lighting ja auch angepasst, ne? Ich habe gerade noch im Kopf, wie ich jetzt gesagt habe, irgendwie zieht mich der Spielstand nicht mehr so. Und? Ja, ist doch schön. Ne? Also. warte mal, ich komme diesmal von hier rein. Ja, vor allem, wir haben ja so viel Zeit reingesteckt. Wir haben so viel Zeit reingesteckt. Du kommst aus Richtung Jungviehstall jetzt. Mhm. Das ist gut, weil hier hinten liegt ja noch nichts. Ja, habe ich jetzt gedacht und ich dachte, das ist zum Reinfahren halt auch schöner. Wie dauert das Verdichten so lange? Ja, wo das wohl dran liegt. Vielleicht hab ich zu breite Reifen drauf. Aha. Und so leichter Trecker. Ja, ich hole mir gleich den großen. Der hat zwar auch breite Reifen drauf, aber der ist wahrscheinlich ein bisschen schwerer. Da ich mache jetzt hier, ich bin ja hier nur Aushilfe, ich gucke halt zu, wie du. Ich lass dich jetzt hier wieder reinfahren. Hier den Stall hat Rainer ja auch neu gebaut. Und hier ist ja der andere Stall, der Kälberstall. Der wunderschöne Kälberstall. Wo ich jetzt nochmal. Wie ging das nochmal mit dem Auf und Ab? Was musste ich nochmal drücken? Hinten an der Tür. Ja, nee, das ist mir klar, aber was war das nochmal? Welche Tasten muss man dafür nochmal drücken? Bei mir sind linke Maustaste, aber. Ah ja, linke Maustaste, okay. Okay, will nicht. Jetzt will er. Oh. Tadam. Auf. Und ab. Und auf. Und ab. Und wenn der Timo jetzt da wäre, dann könnte er auch erzählen, was der für tolle Sachen gemacht hat für die Kälber. Für diese Nuckeleimer. Das Geilste finde ich, dass das wirklich auf Anhieb passt mit den von der Höhe her und so. Ja. Dass ich das. Ja, wobei ich glaube, die Kälber, die jetzt hier drin stehen, die sind schon eine Nummer größer, ne? Kann sein, ja. Ich glaube, die sind. Ja, guck mal, wie alt das Spiel schon ist. Ja, wir kann sagen, wir haben aber auch die, haben wir hier überhaupt schon alle Modelle drin gehabt? Ja, ne? Ja. Hier schon die 4 Wachstumsstufen, ich habe keine Ahnung. Jetzt ist Schüssel am Rechner, ja, dann komm doch einfach mal in den Voice mit rein. Dann kommst du mit in den Voice und der Timo kommt mit in den Voice. Dann haben wir hier direkt die Tierexperten dabei. Wird es im Hochsilo einen Unterschied zwischen Mais und Gras geben? Hochsilo ist ja eine Produktion. Gras. Mais. Gras zu Mais? Mais zu Gras? Ne, wie Rainer schon sagt, ist ja eine Produktion, da trägst du ein, was da reinkommt. Wir haben hier, glaube ich, keine. Hier waren keine komischen, noch nicht angepassten Silos drauf, ne? Ne, hier sind nur die angepassten drauf. Also hier ist wirklich. Fahrlotte. Gras-Silo, Mais-Silo. Andreas Grips, ja moin, kurz vor Melken. Auch von mir, moin. Ja, moin. Na du crazy, crazy verrückter Crazy Craze. Also ich muss mich immer beschäftigen damit und nicht auf dumme Ideen kommst, wenn du nichts zu tun hast, ne? Ich habe zu viel zu tun.
Ja, aber irgendwie immer noch Platz für irgendwas, ey. Das ist total Für dumme genial. Ideen. Ja, total genial. Total genial. Für die, für die, für die, für die eine Milch, ne? Du musst mal auf den Stream gucken. Diese Karre hier. Ja. Vielleicht könnte man ja machen, dass das da drin spawnt. Ich hatte gerade eben schon eine Idee dafür, wie man es machen könnte, weil die Muttermilch in deiner Fütterung ist ja normale Milch, oder? Ja. Das Problem ist ja halt, du musst ja die Milchkälber genauso wie die Ammen bei der Fleisch müssen ja beide die Muttermilch bekommen, die ersten 4 Wochen. Sind ja auch nur 4 Wochen. Ja, Danach kommt ja aber Milchausdorf. Milch kann man ja aus dem Stall rausnehmen, ne? Ja. Warte mal, was haben wir denn hier? Haben wir hier überhaupt irgendwas? Ich glaube, das ist auf dem Stand nicht drauf, ne? Ja, hier ist nur in der Fütterung steht drin Muttermilch. Milchaustauscher kommt ja danach. Also die kriegen am Anfang Muttermilch und da kommt auch ein bisschen Heu direkt mit rein. Also fressen die kaum, aber ist halt mit drin, um direkt den Pansen, ne, sozusagen. Der Milchaustauscher geht danach, glaube ich. Boah, geht ja bis zum 4. Monat. Ich glaube, bis zum 4. Monat. Und dann fällt das ja eh weg. Ne? Dann gibt es ja eh nur noch Wasser und den Rest. Ja, meine Idee war halt eben, dass die Kühe, die gerade gekalbt haben, das erstmal in diesen Muttermilchslider reingeben und man quasi einen Trigger macht, so wie das Ausladen von dem vom Futter, Ja, dass genau. das dann umgepumpt wird in den Milchtank. Und dann könnte man das rein theoretisch immer entnehmen. Also es ist dann und auch verkaufen, ne? Also ja, ich dachte nur, falls du einen zusätzlichen Milchtank brauchst oder Die so, kann man auf jeden Fall gut benutzen dafür. ne, für wir können einfach noch wir können ja noch einen Filter machen, wir können ja noch Beastmilch machen. Das habe ich halt eben auch schon gedacht. Joey, danke schön für dein Prime-Abo. Ja, das, ne, das, weil wenn, dann richtig, weißt Ja, aber das ist dann wieder das Problem. Ställe haben kein Füllvolumen für Biestmilch. Müsste man dann Nee, reinbauen irgendwie? ja. Das bequasseln wir dann mal in einem Team-Meeting oder so. Aber das, nee, das, aber grundsätzlich, also, aber das ist dann halt one day only, ne? Das stimmt natürlich. Also, da, also, und one day only bei einem Tag ist eine Woche, ist natürlich auch schwierig dann. Das stimmt. Aber meine Grundidee war halt eben eigentlich für die Buttertierhaltung, ne? Dass die halt eben Ja, quasi ja. nicht umgefüllt werden müssen, sondern kannst du einfach direkt drin lassen und die kriegen dann automatisch in den Slider voll, ne? Ja, wir hatten es halt jetzt. Das war das, was Achim und ich quasi ja, verworfen haben oder gesagt haben. Wenn du Mutterkühe hast, brauchen die halt keine Muttermilch, weil die Milch und die Kühe geben ja auch keine Milch. Ne? Also die Mutterkühe geben ja auch keine Milch. Das heißt, das hebt sich sozusagen auf. Das heißt, du bist da erstmal frei von. Geben die aktuell keine Milch? Nee, Mutterkühe geben keine Milch. Fleischtiere sind ja Fleischtiere. Ach so meinst du das? Ja. Geben ja eh kein, also brauchen die das auch nicht. Und bei den anderen gibt es das halt aus dem Tank dann, weil halt die Biestmilch ist ja nur ein Tag im Prinzip. Ja. Also zwar, klar, lässt du die ein bisschen länger als einen Tag aus dem Tank raus, aber das kriegst du halt nicht dargestellt, zeitlich. In der Zeitachse nicht. Und das war dann halt so ein bisschen die Überlegung. Rainer, wenn du einen Trecker nimmst, der Beifahrersitz hat, ne, für den Ladewagen, dann könnten wir quasi mal zusammenfahren, dann kann ich nämlich ein bisschen, wenn du Bock hast. Ich muss gerade mal gucken, ob die hier überhaupt Beifahrersitz haben oder irgendwie jetzt über Grenzverkehr. Der scheint auch keine zu haben. TTV, moin. Der stimmt, meine Johnnies hatten alle Beifahrersitze, die ich vorher hatte. Die Waldrafen haben, glaube ich, gar nicht alle Ne, einen. die haben, Waltra hat auch nicht so wirklich bequeme Beifahrersitze. Doch, der hier hat einen bequemen Beifahrersitz eigentlich. Aus dem Standardspiel müsste doch eigentlich einen haben dann, ne? Ja, aber ich musste den ja eintragen, der ist ja aus dem Valtra-Pack. Aber Nee, ich ich nicht meine, genau. sonst hätte ich jetzt einfach schnell einen Standard-Waldra gespawnt und hätte, weißt du, hätten wir zusammenfahren können. Das war jetzt so die Überlegung. Ich muss ja eh gucken, dass ich das hier verdichtet kriege.
Ich fahre da noch ein paar Beulen in deinen Wald rein, so beim Gucken, beim Chat lesen. Aber, boah, Schissel, ich sag dir, mit der Fütterung, das war echt ein richtiger Schuss ins eigene Knie, ne? Du meinst den Fehler? Nee, der Fehler, das kann ja passieren, aber das Problem ist halt, dass wir das jetzt von 90 auf, das wird halt 3.000 oder 4.000 Zeilen haben. Und da sind halt die Fehlerquellen extrem hoch, wenn die Leute anfangen, selber sich was umzubauen. Ne, man hat ja jetzt gesehen, wie schnell so ein kleiner Fehler quasi was vernichten kann. Aber das ist auf deinem Mist gewachsen, nicht auf meinem. Ich weiß. Das ist aber halt schon echt... ich krieg Angst, ne? Also auf die Fütterung freue ich mich. Tatsächlich. Ne, so schön... intensiv füttern zu können. Aber auf den Support, wenn Leute da anfangen... Also, der Futtermischer ist ja genauso einfach anzupassen wie vorher auch. Ne, das ist ja kein Problem. Aber wenn du halt da neue Rezepturen oder sowas machen willst, das sind halt... Ja... Boah, ich glaube, in 8 oder 9 XML... Nee, in mehr XMLs, wo du es dann alles anpassen musst. Und das ist halt das Problem. Ja. Das wird spannend. Luke Lehmann, moin. Hast du übrigens jetzt vom Timo die mit den Schafen das gesehen? Ja, den Schafsbock. Ja, ja. Ist er bekloppt oder ist er bekloppt? Ich weiß es nicht. Also irgendwie. Okay, wir machen keine Schlappohren, aber dafür das. Ich dachte, wie geil ist das denn? Michi, moin. Was ich total spannend finde, ist, ne, viele Leute haben das noch gar nicht mitbekommen, dass du mit in der Farming Agency bist, ne? Und irgendwie ist das mit dem Enhanced Animal System und dem ganzen Kram, irgendwie kommen da immer noch so komische Fragen, wo ich denke, der Mann ist mitleitendes Mitglied in der Farming Agency und wir wollen Mais Plus und Enhanced Animal System zusammen supporten und natürlich ist in Terra Life dann das Zeug drin und dann musst du da nicht nochmal Enhanced Animal System dazu machen und wir haben halt einen Kill-Switch drin. Dann wurde eben nochmal gefragt wegen Mais Plus, wie das ist, ob man dann Mais Plus noch brauchen kann oder so, ne? Und so geht's halt mit Animal System auch. Und finde ich total kurios. Ich dachte eigentlich, das ist Yogi-Schuld. Das ist absolut Yogi-Schuld, weil der gesagt hat, wenn ihr Fragen habt zu Enhanced Animal System, geht zu Agrar-Sascha. Ich könnte natürlich auch den Mod auch noch runterladen. Ja, nee, das sowieso, ne? Auf jeden Fall. Runterladen, den Mod-Ordner tun und wundern, warum andere Tiere dabei sind. Ja. Aber mit den Weiden bist du noch dran, ne? Mit den da war irgendwas, ich hatte irgendwas gelesen mit dem Pferdehelfer auch. Achso, ja, der Mod guckt halt eben nur auf den Pferdetyp, ne? Ja, und also was ich dir gestern Abend sagte, das habe ich übrigens schon seit Wochen, ich habe es nur vergessen dir zu sagen immer wieder. Das muss ich mir auch noch angucken. Du siehst, meine Liste ist lang. Oh ja, ich weiß. Ich weiß, dass sie lang ist. Ich hätte gerne mehr Zeit. Ja, das ist dieses blöde, weißt du, ne? Warum kann man nicht mal einen 48-Stunden-Tag haben? Davon vier Stunden auf der Arbeit und der Rest für Freizeitgestaltung und LS. Ja, so. Finde ich gerne. Ja, es ist aber auch jetzt, es fällt aber, glaube ich, jetzt auch wieder auf, jetzt wo wieder mehr Aktivität jetzt da ist, wo wir jetzt so anfangen, die Sachen jetzt langsam mal fertig zu machen, da merkt man schon, dass das auf einmal ziemlich aufwendig geworden ist. Ne? Es sind doch viele, viele Sachen, die jetzt zusammenkommen. Also wir bearbeiten viele Sachen parallel. Viele, viele Sachen parallel. Und dann noch die eigenen Mods von den Leuten, ne, die ja auch noch laufen. Es ist schon, also du hast halt nur Summe X an Stunden pro Tag. Das ist halt einfach so. Und dafür ist das dreimal genial, was jetzt alles dabei rausgekommen ist. Vor allem, was ich auch so geil finde, ist, wir waren uns ja komplett einig. So, das ist jetzt das, was wir für einen 22er machen.
und der Rest kommt dann halt für nächsten LS und ne? Und dann, ach komm, pack mal das noch rein. Jetzt Braven mit den Ballen. Ah, jetzt pack mal das noch rein. Also, ich sehe das schon kommen. Wenn wir auf der FarmCon sind, ey, dann haben wir nette Talking Points. Über Terra Life, glaube ich. Wie heißen die Sachen? Easter Eggs oder Hidden Secrets oder irgendwie sowas in den Spielen? Easter Eggs. Wir schreiben einfach manche Sachen gar nicht in die Doku rein, weißt du? Wir machen die Doku nur so 10 Seiten. Und dann lassen wir die Leute selber rausfinden. Machen den Discord erstmal zu für ein paar Wochen. Aber, Achim ist da, moin. Urweiler Bub ist auch da, moin. Luke Lehmann, hi. Achim schreibt moin, ich habe meine Liste jetzt ganz kurz gemacht. Feuerzeug regelt das. Moin Paul, ich habe lange nicht mehr von dir gehört. Ja, ich war krank und private andere Sachen. Aber damit muss jetzt Schluss sein. Ja, wir haben halt, ich meine, das Problem bei Achim ist ja ganz klar, ne? Also, ich hatte am Anfang einige Sachen gesagt, die wichtig sind, die rein müssen. Und dann sagt er, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, machen wir nacheinander. Und dann hat er dann vergessen, dass die Sache am Anfang schon genannt wurde. Und sagt er, nee, das ist jetzt keine neuen Sachen mehr. Das ist aber keine neue Sache, sondern die gehört ja noch dazu. Falls du das jetzt gerade ansprichst mit dem Grubber und so. Das war von Anfang an. Timo! Hallo. Ja, servus. Oh Nee, bei Chisel hat es das Geräusch gemacht, aber bei dir irgendwie nicht. Ja. Sag mal, herzallerliebster Lieblingstimo. Die Hörner sind ja wohl mega. Ja, ich bin mal gespannt, was sagst du, wenn du jetzt mal das ganze Ausmaß siehst. Super. Ja, ist auch echt viel Arbeit. Es ist, also... Ich sag dir, der nächste LS wird richtig spannend. Da wird's noch ganz wild. Vor allem, wenn wir so wie wir jetzt sind, so früh zusammen anfangen können. Wenn der ganze Kram. Achso, warte, ich wollte ja Rainer das entladen lassen. Haben wir hier wieder. Also, was halt mir total aufgefallen, und das mit dem Stroh war. Tatsächlich was Neues. Achso. Green Teufel, Steffen, moin. Was wollte ich jetzt sagen? Scheiße. Oh Gott. Achso, genau. Du machst dann so total viele Sachen bei den Tieren. Und das ist halt wie mit den anderen Feature aus, ne? Du machst 100 Feature und dann, ja, aber warum ist da nicht Feature 102 und 103 dabei? Wo ich dann so denke, könnt ihr nicht einfach mal genießen, was da überhaupt dazu gekommen ist? Farmbasti, wir können das Safe Game hier nicht zum Download stellen, weil diese Map hat niemand. Puh, moin. Das hier ist eine Terra Life Alpha Gedönsrad. Das heißt, wir müssten dann diese Map, so wie sie jetzt ist, zum Download stellen. Die Mods, die hier drauf sind, von den Gebäuden her und so. Ich glaube, alle Gebäude kommen mit Terra Life E zum Download, richtig? Also im Zuge von, Ja, andere Gebäude haben wir nicht. Also zusätzliche, die nicht im Mod sind oder so. Nein, aber haben wir nicht auch noch Gebäude, wo Sachen angepasst wurden und so hier drauf? Ja, das von Achim mit den Ballenlagern, aber das kann man ja auch ohne das Gebäude quasi eigentlich fast. Nee, gut, ne? Die sind aber auch, glaube ich, zum Download, die Ballenlager. Ja. Nur das geht halt leider nicht. Also es ist halt zum Beispiel auch so, wir könnten, wenn wir für uns jetzt die USK mit Terra Life ausstatten, könnten wir dieses Safecam hier nicht auf Terra Life nutzen, weil halt das komplett anders ist. Also das Safecam hier ist sozusagen weg, futsch. Die ganze Mühe von den ganzen Monaten ist sozusagen weg.
Nee, aber was ich sagen wollte, Timo, bei den Tieren, ich habe total den Überblick verloren, was du überall schon gemacht hast. Ja, ich habe eine Liste. Also wenn ich das finale Update reinstelle, dann schicke ich eine Liste mit, was ich alles gemacht habe. Wie letztens als dann gesagt wurde, ja, habt ihr denn nur die Kühe gemacht und Schafe und Ziegen und so gar nicht? Und dann habe ich da mal Stall hingestellt und dann habe ich dann, Dankeschön übrigens für die weißen Ziegen, ne? Ich liebe dich. Ich liebe diese Ziegen. Ja, die sind einfach herrlich. Bei den Schafen dann reingeguckt. Bei den Schweinen habe ich noch gar nicht reingeguckt und die Schweine habe ich auch noch gar nicht gezeigt. Deshalb habe ich da letztens geschrieben, das einzige Tier, was ich noch nicht gezeigt habe, schreibt er ja mit den Eber, da habe ich richtig viel Zeit reingesteckt. Und ich denke so, scheiße, den hast du noch gar nicht gezeigt. Den kennen die Leute doch noch gar nicht, den Eber. Ja, das war halt ein gutes Beispiel dafür, wie viel Zeit da schnell mal drauf gehen kann. Ja. Aber ich bin total begeistert. Also, ich meine, das ist ja jetzt auch echt eine Glückskombi, ne? Muss man ja auch schon echt sagen. Also, ja, das stimmt. Also einmal der Spinner ich mit der Fütterung, dann der Spinner Achim, der die mit Braven zusammen umgesetzt hat, dann die beiden liebenswerten Spinner Schissel und Bavarian Redneck, die Tiere und den anderen Kram machen, und dann der liebenswerte Spinner Rainer, der die Ställe dafür baut. Ja, also diese Konstellation ist halt schon, und dann halt die ganzen anderen aus dem Team, die dann halt die ganzen anderen Sachen noch machen, dass wir das Futter dafür haben, dass wir die Maps dafür haben. Also es ist schon, die Konstellation ist schon sehr, 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 sehr. Rainer, wo musst du denn noch hin? Wo hast du denn jetzt weg alles? Im Bullenhof hab ich weg. Dann ein Stück weiter, wo die gewickelten Ballen liegen, die Wiese daneben. Ah, ja, ja, alles klar. Richie, moin. Ich wollte gerade Richie sagen, aber das... Mit den Pferden ist ja auch jetzt so eine Sache, ne? Weißt du? Ja, wenn man schon dabei ist, ne? I have to rethink my farm. I need a horse stable. Ducking Bullshit. Oh, das ist so. Also es macht halt unwahrscheinlich viel Spaß. Es macht unwahrscheinlich viel Spaß. Und es ist jetzt hier das erste Mal, ja, dass ich so ein bisschen spiele wieder. Seit letztem Jahr. Und jetzt hier auf der Karte zu fahren mit dem Lichtspiel und so. Oh, und wenn ich mir dann vorstelle, die ganzen Feature von Terra Life, oh. Ich weiß aber jetzt wieder, warum ich hier drauf nicht weiter streamen wollte. Weil wenn man einmal weiß, was wir so alles für Sachen gemacht haben jetzt, dann willst du eigentlich nicht mehr ohne spielen, ne? Also allein auf der Testmap jetzt war ja schon hart. Mit dem ganzen Ausfallgetreide, No-Till und dem ganzen Kram. Das ist schon echt hart, wenn du weißt, du kannst es hier jetzt gar nicht machen. Ist hier auf der Karte einfach nie drauf. Kustel Gaming, Hallöchen, Fuzzi, moin. Gibt's auch Shetland-Ponys? Warum das alles so grell ist, weil es ist August, es ist Sommer, es ist 9 Uhr und ich nicht diesen dunklen... Also im Sommer ist halt das Licht auch hell, ne? Und ich mag nicht diesen dunklen Polen-Shader. Richtig, Paul. Ich hoffe, ich kann bald von einer Terra-Life-Map streamen. Ich kann es kaum noch erwarten. Ja, das ist halt, ne? So teamintern wird es langsam auch knappig. Ich bin froh, dass wir einen 16-Mann-Server haben, weil auf der Holzer wird es dann richtig eng, glaube ich, ne? Da sind irgendwie alle mit am Start. Die Bavarians, die Ludels, die Irrsinnigen... Die Modelleichers. Wie sieht's mit den Schissels aus? Ich höre es gerade zum ersten Mal, dass wir da mitmachen. Im Multiplayer könnt ihr immer mitspielen. Ich komme einfach zu nichts mehr. Deswegen, das war auch nicht gelogen, als ich gesagt habe, immerhin kommt ihr zum Spielen. Ich komme seit Tagen nicht mehr zum Spielen. Ja, ich habe ein halbes Jahr überhaupt nicht mehr gespielt. Ne? Ich spiele ja auch nur, wenn ich streame. Ne? Also das ist ja immer... Marketing sozusagen. Schissel ist ja leise, ja, der muss einfach ein bisschen lauter ins Mikro reden. Ich glaube,
So tendenziell leise ist er nicht. Soll ich das Mikro? Ja, so ist Nee, besser. am Mund. So ist Soll ich es in besser. den Mund nehmen? Ja, genau. Boah, ey, das ist jetzt auch krass, ne, wenn man jetzt hier auf die alten Store-Icons geht. Oh, Store-Icon müssen wir auch noch überarbeiten, ne? Bei den Tieren, bei den, ist mir aufgefallen, lieber Timo. Was möchtest du überarbeiten? Ich weiß nicht, du hast die ja schon neu gemacht, ne? Teilweise. Für die Modelle, die final sind, also fürs Fleckvieh und fürs Angus, habe ich die Door-Icons gemacht und dann haben wir ja im Stream festgestellt, dass es besser wäre, wenn wir die Größen noch raus sehen können bei den Door-Icons. Die habe ich mittlerweile angepasst. Ah, das Ich mache die erklärt's. Door-Icons, genau, ich mache die Door-Icons aber erst final, wenn ich die kompletten Tiere wirklich durch habe. Ah, Weil okay. ich, es ändert sich ja die Textur von den Holsteins zum Beispiel wieder. Wenn ich davon jetzt ein Ja. Store-Icon mache, wo die Größen passen, muss ich es nachher wieder machen, wenn die Textur drauf ist, die Finale. Deswegen mache ich das alles erst, wenn es wirklich erledigt ist. Dass ich hier nicht gelogen habe, ne? Da denkst du ja mit dran, ne? An unsere braunen und schwarzen Ja. Holstein, ne? Boah, Richtig. also das hier ist ja auch irgendwie, das ist ja noch Pri-Alpha, Alpha, 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 Alpha. Aber ich finde Ja. die so geil. Ich mag die so gerne und die hier wachsen zu sehen, ne? Die sind ja von klein an, sind jetzt hier hinterm Hof gewachsen. Es ist einfach. Also ich muss sagen, mein Favorite sind gerade die Wagyus. Die habe ich jetzt mit den, auch mit den Wachstumsstufen, die Hörner wachsen jetzt auch mit. Also die kleinste Wachstumsstufe hat dann sehr kleine Hornstummel und die wachsen dann mit hoch. Die sind so momentan meine Favorites tatsächlich. Ja, Mochte die vorher nicht so, aber. die sind aber auch gemein, ne? Die Wagyus sind ohnehin gemein, weil die halt viel kleiner sind als die anderen und einfach genial aussehen und du siehst halt den Größenunterschied. Und da sieht man halt, dass du die ganzen Modelle halt ja neu gemacht hast, überarbeitet hast und angepasst hast und so und dass da halt nichts mehr so ist, wie es damals mal war. Und ja, es ist einfach. Und dann die vier Größen, das macht es halt auch einfach aus. Und dann halt das Bullenzipfelchen und das Bullensäckchen und die verschiedenen Eutergrößen. Und das ist halt einfach. Und Hammer hier eigentlich, ne? Hier der ganze Umbau, der ganze Kram, was wir hier umgebaut haben. Hier Alien City und da hinten Rainer City. Hier unten sind die Zwirbele. Schnell mal, moin. Oder wenn das jetzt gerade ein bisschen ruckelt, ich bin noch nicht über die Map geflogen am Anfang. Sechszylinder Power, moin. Ad Number One, moin. Agrar Maximilian, Servus. Rainer habe ich, glaube ich, schon Hallo gesagt. Schneimer, glaube ich, auch. Und Houston ist da. So, hier ist Rainers Hof. Ein Teil davon. Und hier die Stallungen. Ich glaube, der Kälberstall kommt auf der Holzer, ne? Auf jeden Fall auch auf der, also Holzer primär und sekundär kommt er dann noch auf der Eifel irgendwie, glaube ich. Kann man bei dir mitspielen? Nein, kann man nicht, weil das hier ist ein teaminterner Testserver, wo wir unsere Sachen testen und wo habe ich denn jetzt den Track eingestellt? Und das geht nicht. Ist nur für teamintern. Und Ausrufezeichen Map geht hier auch nicht, aber das ist die Ostseeküste. Das ist auch immer cool, die Frage, kommt die Ostseeküste mit Terra Live? Ja, gefühlt unter jedem Video, ne? Mhm. Ich hab's auch registriert. Ich gucke ja immer zwischendurch mal drunter, was die Leute so schreiben über Ja, und vor allem du Ostseeküste. schreibst es und dann beantwortet, Eine weiß, Stunde später fragt der Nächste, ja. genau. Wie alt ich bin? Ist halt eine schöne Map, ne? Ich bin 52. Ja, die haben wir ja auch ziemlich gut gepusht, ne? Und Achim hat auch noch mitgeholfen, ein paar Fehler zu fixen und so und war ja auch mit, also am Anfang Fehler hingewiesen und so ein Kram. Also die Map ist quasi, wir haben ja, das ist ja die erste Version, wir haben ja kein einziges Update gemacht, glaube ich. Nee, weil wir, glaube ich, als das Update kamen, dann hatten wir die ja. Wir hatten irgendwann mal wir hatten eine Vorabversion von irgendeinem Update gekriegt und das ist, glaube ich, der letzte Stand, der hier drauf Genau, ist. genau. Weil dann ja der ganze Kram hier reinkam.
Boah, ich mag das einfach, ne? Ich mag das auch, wie das hier aussieht, jetzt so in der Distanz. Da hinten die Bäume sind mit so leicht ein bisschen diesig. Ist ja, ach, wir haben die Zeiten immer noch auf Null, aber können wir auch auf Null lassen, oder? Ist ja egal, weil wenn. Oh, das, ich hab das so vermisst. Ich hab das so vermisst. Jetzt fand ich es aber schön, die Latte gezogen. Ich freue mich schon drauf, wenn wir dann auf der Eifel anfangen. Ich kann auf der Schaufel immer noch besser als mit dem Siegenverteiler. Wir fangen ja, wir fangen ja immer erste Woche April, ne? Oder fangen wir Mitte April an? Also ich meine, die jetzt auf den zwei Testspielen, wo ich das eine Mal jetzt mit auf der Eifel war, das war meine zweite Woche April. Das war ein frisches Dingen. Wir haben dich auch vermisst. Das ist aber lieb. Das ist aber lieb. Ja, ich habe also echt tatsächlich auch den LS vermisst und ich habe auch vermisst zu streamen und mit euch zu quatschen und so. Aber ich bin halt wirklich froh, dass sozusagen der erste Stream, der dieses Jahr dann kam, ja, war ja so eine Woche gefühlt. War keine Woche, nachdem ich aus dem Krankenhaus war, ne? War, glaube ich, der Sonntag, nachdem ich aus dem Krankenhaus war schon. Ja. Aber dass man halt endlich von Terra Life was zeigen konnte und nicht wie damals hier auf dem USK-Spielstand immer nur darüber reden, was wir machen, sondern es auch zeigen können. Das war schon ziemlich genial. Warte mal, ich muss mal gerade hier. Die Eifel ist eine Standardkarte. Okay, der Waldrad hier verdichtet um einiges besser als der andere. Er scheint um einiges schwerer zu sein. Absturz 77, Servus. Das ist auch ein geiler Name. Darth Vaping. Ich würde ganz schwer darauf tippen, dass der entweder nächsten LS kommt. Wobei da halt immer noch die Frage ist, kommt dieses Jahr ein LS oder verschieben sie es noch? Es wäre halt schön, wenn sie es noch verschieben würden. Wenn ihr hier wegen Mitspieler sucht und sowas, macht das in Mais Plus Discord. Da haben wir ja einen Channel für. Da sind ganz viele, die suchen. Und wenn da jemand was reinschreiben möchte, mich kurz anpingen, dann gebe ich den Kanal gerade frei, dass ihr reinschreiben könnt, weil das eskalierte ein wenig. Und das machen wir dann hier nicht. Quidbin. Moin, moin. Also bringt ihr dieses Jahr den neuen LS? Werdet ihr denn auch Vierfachkarten machen? Ja, irgendwo in Thüringen von Castor. Die kommt ja ganz am Anfang mit. Dann die Galgenberg-Vierfach von Yogi und die Landersum sind ja geplant, dass sie es bekommen. Also Schneimer, ne, macht das, Schneimer und Gustl, macht das bitte im Discord. Boah, habe ich aber jetzt hier passend aufgehört bei 98%. Nee, ich freue mich tatsächlich richtig, richtig drauf zu spielen. Also hier die Karte gefällt mir natürlich sehr gut. Hier hängt auch ein bisschen so mein Herz mit dran, weil ich habe, glaube ich, noch in keinem Spielstand so viel mir selber gefallend umgebaut. Also auf der Chichu war ja mäßig. Wie ist das denn eigentlich hier, Timo und Schüssel, mit eurem Multiplayer mitspielen? Ihr seid doch hoffentlich mit dabei oder so, wenn ihr Zeit habt. Wenn ich Zeit habe, bin ich gerne dabei, ja. Also, ja, egal wo, also das ist grundsätzlich immer möglich. Und also Ludi macht das ja zum Beispiel auch so, der hat halt nicht die Zeit für regelmäßig dann sozusagen einen eigenen Hof zu bewirtschaften oder so, der kommt dann halt so zum Helfen dazu und spielt dann mit. Anso früher auch sehr viel. Also das ist alles kein Problem. Das haben wir schon immer so gemacht. Das ist ja nur in der Zeit jetzt, wo zum Beispiel auf der Testmap oder sowas gezeigt wird oder viel erklärt wird, wo quasi wenn wir dann mit mehreren Leuten Multiplayer spielen würden und man sich auch unterhalten möchte, es dann sowohl das Erklären stören würde, wie andersrum das Erklären, das Unterhalten. Da machen wir das halt nicht. Aber halt, wenn wir so die normalen Spielstände, wenn wir halt spielen, war schon immer, dass alle aus dem Team herzlich eingeladen sind, mitzuspielen.
Ja, wenn die Zeit da ist, dann komme ich schon auch mal dazu, aber wie gesagt, momentan ist halt die ganze Zeit, die ich habe am Rechner, investiere ich halt in Projekte. Ja, nee, ich wollte es nur nochmal sagen, also dass ihr, weil wie gesagt, wir haben ja, das Team ist ja, das große Team ist ja neu und es sind noch nicht alle Sachen besprochen gewesen und manche Sachen, die dann vielleicht für die einen selbstverständlich sind, wissen die anderen nicht und deshalb sage ich das halt einfach nur, ne? Also das ist wirklich. Und jetzt nur noch mal dann für den Chat. Es geht gerade ums Teaminterne, nicht für den Chat mitspielen. Wir haben auch noch zwei Silagen zu vergeben, ne? Da müssen wir noch was machen. Wir haben zwei Mischsilagen. Da ist noch gar nichts passiert, weder Textur noch sonst irgendwie was. Guten Tag. Boah, das hast du aber schön glatt gemacht hier. Ich will lieber mit meinem Team spielen, statt mit euch. Ihr seid so anstrengend. Komm du mir mal in den Voice, Achim, ey. Komm du mir mal in den Voice. Nächster Schade, so früh gefreut. Zack, sind gelöscht, ist nichts zu vergeben. Namen zusammen. Hä? Was? 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 Ach so, räumt BGO gerade auf. Wie, du traust dich nicht? Was ist denn los? Ist der Tortenguss noch flüssig? Oh, denk dran, heute Abend ist noch Teammeeting, ne? Fällt mir gerade so ein. Timo und Schlüssel, ihr seid auch beide dabei, oder? Ja, also ich kann schon, halt nicht allzu lang. Nee, lang soll es auch auf keinen Fall werden. Es beginnt um 8 Uhr, oder? Ja, also der Stream endet um kurz vor 8 und dann ist so eine Viertelstunde Raucherkaffee-Brötchenpause und dann weiß ich nicht, wer dann, ich glaube, Ludi ist, glaube ich, erst um 20 nach oder so da. Ja, muss ich gucken, ob ich schaffe. Ich räume meine Hosentaschen auf, ich meinte die Mischsilage. Achso, ja, nee, das. Das ist ja auch noch so eine Sache, weil Braven sich ja jetzt gerade mit der Sachen beschäftigt, ist das was wir vielleicht noch was intensivieren können. Müssen wir mal gucken. Ist ja alles für gemacht, ist ja alles fertig, ist ja alles drin, Hightypes sind ja da und es ist ja alles da. Die müssen wir halt nur noch etwas genauer machen. Scheimer und Gustl, schreibt euch doch bitte auf Discord privat an, okay? Macht das nicht hier im Chat. Mist, ey, das ist die Frage. Jetzt habe ich euch zweimal im Voice, jetzt kann ich jetzt gar nicht alles fragen, was ich fragen wollte. Hören so viele Leute mit? Glück gehabt. mit dem Spoiler ist das so eine Sache. Die wollen wir ja jetzt hier nicht verteilen. So viele davon. Ach so, genau. Mit den Ohrmarken weißt du auch noch, ne? Da musst du auch noch gucken. Bei manchen ist das noch nicht von klein bis groß dabei. Hast du bestimmt gesehen. Mittlerweile alles durch. Okay. Ich mach gerade die letzten Accessoires. Aber mach den Bullen bitte kein Intim-Piercing oder so, ne? Nasenring ist okay, aber. Ja, Nasenring gibt's. Aber nochmal meine Frage: Es kommt nichts mit Grasnarbenbelüftung. Ja, doch, striegeln. Hallo zusammen, gibt es eventuell einen Termin oder eher dann doch noch 25? Achso! Also, wir haben einen strammen Terminplan jetzt. Vor der FarmCon soll TerraLife released werden. Da sind allerdings 25 Mann, die da noch was anderes machen könnten. Also es kann auch noch in die Hose gehen. Wir sind ja ein Team von 25 Mann und
da gibt es halt immer wieder Dinge, die dazwischen kommen können. Oder dann ist halt auch noch, dass wir jetzt seit 4 oder 5 Monaten auf den Patch von Giants warten. Also da sind wir ja nicht die Einzigen. Also Creative Mesh wartet ja auch dringend drauf. Und da muss man halt schauen, wann das dann kommt und wie schnell man dann die Sachen anpassen kann. Modelleicher, hey, moin! Farmcon 26. Nee, ist schon diese Farmcon eigentlich schon gedacht. Wollen wir mal gucken, wie das so klappt. Ich bin ja immer Situationsoptimist. Außerdem stellt euch mal vor, wie geil das wäre, vor der Farmcon das Release zu haben, was wir dann für Talking Points hätten auf der Farmcon. Alien, bist du auch auf der Farmcon? Ja, wo denn? Ja, in der TerraLife Booth. Stand 468. Sechszylinder Power, ich hatte ja schon Hallo gesagt. Aber ihr habt kein extra Gerät für die Belüftung, oder? Ja, wir haben nur den Grasland-Subsoiler. Du kommst nicht auf den Mitspieler-Channel, sondern im Mitspieler-Channel, da sind ganz viele Leute gepostet, da haben ganz viele Leute gepostet, die Mitspieler suchen oder Spielmöglichkeit bieten. Da kannst du lesen. Wisst ihr schon, für welche Map TerraLife kommen wird? Mit welchen Maps TerraLife kommt? Ist die Holzer, die Eifel, die Alpenflair, die irgendwo in Thüringen, die Landersum, die Galgenberg und die Parümtümtümtümtüm von MA7, die neue, die jetzt auf dem Mod-Up ist. Ich vergesse. Gib es, ey, Wahnsinn. Mitte Stream und gib es erscheint. So muss das sein. Wisst ihr noch, wie die französische Karte heißt? Ich vergesse das. Und vor allem, wer kann die richtig pronouncen? Ich hab zwar gesehen, dass die in Mottab gekommen ist und dann irgendwie auch die gedacht, ah, das wird sie dann wohl sein, aber keine Ahnung. Ich weiß, dass sie mit P anfängt. Ja, Parümtümtümtümtüm. Paligny, genau. Wenn ich jetzt aber noch die richtige Aussprache dafür bekommen würde. Paligny. Croissant-ni. Mit, dafür reicht mein Schulfranzösisch nicht. Nee, meins auch nicht. Das, Palerme. Muss ich Quentin mal fragen, wie man das ausspricht. Paronymenö. Freunde von mir spielen ja auf der anderen französischen Karte, ne, von ihm. Der Casino. Genau. Und da habe ich jetzt ein paar Mal gesehen, wenn die drauf spielen und so, ne. Die Karte ist schon schön. Ja. Also die Vorstellung habe ich ja gesehen. Sam hat ja, glaube ich, eine Vorstellung gemacht gehabt, ne, von der Karte. Ja, der hat die angespielt. Genau. Das hat mir schon gut gefallen, aber huch. Aber das mal so live auf dem Monitor zu sehen, ist schon, die hat schon was. Spielt Daniel die Jungs. Paliné, aber das E und das A nicht zu viel betonen, würde ich mal raten. Ja, GBS, du bist ja Luxemburger, du kannst das ja. Die Agrarasse sind auch wieder auf der Farmcon dieses Jahr, ne? Ja. Viele Leute da, die wollen so und so. Ja. Aber letztens war letztens mal kurz bei Yogi im Stream, da sagte ich dann auch, ich weiß, dass wir beide auf der Farmcon waren. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, ob ich mit ihm mal ein Wort geredet habe. Mit Yogi? Ja. Doch, gesehen hast? Also ich meine... Gesehen habe ich den bestimmt, weil er meinte, dass er auch mit dir geredet hat und Timo war dann auch dabei. Ach stimmt, nee, Timo ist mit mir rumgerannt. Wir sind zusammen, ne? Wir zwei sind zusammen rumgerannt, als der Yogi da kam, ne, Timo? Nee.
Hoffentlich ist in der neuen nicht wieder DLC-Content. Sam, die ist auf dem Mod-Hub. Die ist auch für Konsole. Ach, die andere war auch auf dem Mod-Hub. Nee. Ja. Die Kasselnau auf dem Mod-Hub? Nee. Nee. Ja, klar. Nee. Doch. Was? Gucke. Nee. Die Kasselnau war doch nicht auf dem Mod-Hub. Tatsächlich nicht. Weil das war ja, habe ich ja gesagt, wenn du Terralife haben willst, musst du eine Mod-Hub-Karte produzieren. Ich dachte, dass die im Hub war. Jean-Jacques Chirac und die Croissant auf den Knack. Ich wollte übrigens mal so ganz nebenbei erwähnen, dass Quentin ein unheimlich cooler Vorname ist. Ja, ist auch ein cooler, ist aber auch ein ziemlich cooler Typ, das kommt noch dazu. Ich mag den wirklich sehr gern. Das ist ein sehr, sehr, sehr sympathischer Mensch. Die Ellerbach wird nicht mit Terralife kommen, oder? Nein. Die Ellerbach wird nicht mit Terralife kommen. Das ist cool. Immer wenn ein blödes Thema kommt, gucke ich auf die Füllstandsanzeige und wir sind wieder bei 98%. Irgendwie ist das getimed. Irgendwie ist das getimed. Blödes Thema, Ellerbach, Ladewagen voll. bin noch nicht so weit gewesen. Wir haben gestern erst mal Anbau gerettet, was? Achso, das ist ja. Genau, Kastelnau war nicht im. Genau. Hannes, dafür musst du musst auf jeden Fall den Stream nachgucken. Da zusammenfassen, das geht nicht. Das, Wiederholungen sind doch sowas von out. Seid ihr nicht so befreundet mit der Ellerbach oder wie? Kann ich relativ kurzfristig zusammenfassen. Doch, Timox war neben Nordeifel Agrar und De Boer waren das die ersten drei, die damals Ja gesagt haben bei Mais Plus, dass ich denen die Hightabs erhöhen durfte und die hatten Bock auf Mais Plus. Und dann waren das auch die ersten, die Forage Extension bekommen haben. Und dann ist Timox mir auf den Sack gegangen, wann die Ellerbach dann endlich die Horse Extension bekommt. Und dann habe ich das eingebaut und dann hat er die nicht mehr released. Und mir sind die Leute 9 Monate auf den Sack gegangen, warum die Ellerbach nicht mit Horse Extension kommt. Und weil Timox die nicht released hat. Und da war ich so drüber genervt und so angeickt drüber, dass ich gesagt habe, du kannst dich mal am Arsch lecken. Hör mal. Wir haben insgesamt über 150 Karten gemacht. Und dann schiebe ich seine Karte vor. Also lass ihm ein früheres Los zukommen und dann lässt er mich da 8 Monate hängen. Ich bin halt ein Mensch, der, ne, gutmütig ist, aber irgendwann ist bei mir halt auch mal Ende. Und ich mag es halt auch nicht, wenn das immer sehr einseitig ist, so kannst du mal, hast du mal, tust du mal. Und wenn man dann selber gerne mal was hätte, dann, ach nö, das ist nicht so meins. Schneimer, du musst im Gott, wie hieß denn der Channel noch? Mitspielersuche. Nee, wenn er den nicht sieht, dann hat er wahrscheinlich die Dings. Bei den im Rules-Channel musst du mit der passenden Fahne reagieren, dass du die Channel deiner Sprache entsprechend dann siehst. Falls du nicht alles siehst, was ja scheinbar nicht der Fall ist. Genau, und deines Alters entsprechend natürlich mit Milchfahne und nicht mit Bierfahne. Uah. Dirty Joke. Philipp, uns geht's super. Das können wir aber besser. Ja. Hannes, welche Map ist das? Das ist die USK. Das ist die USK in der Farming Agency Edition in der Terralife Alpha, mit wo wir angefangen hatten, schon mal ein paar Früchte zu machen hier und schon mal so ein paar Terralife-Sachen eingebaut haben. Und hey, so. Ich habe es tatsächlich geschafft, mal alles auf 100% zu haben, bevor der Ladewagen wieder da ist. Ja, ich trödel auch gerade extremst. Ja, ist doch nicht schlimm. Wie gesagt, ich habe jetzt schönes glattes Fahrsilo gemacht. Also weil ich muss noch. Du musst nur leben. So. Ja, dann. Das ist very, very, very wichtig. Und dann habe ich gesehen, da kommt gerade so ein komisches Auto bei uns auf den Hof.
Eckhart, die Russen sind da. Früher waren das polnische Schrotthändler, heute sind es die Russen. Ja. Boah, da hat er mir gestern um 10:45 oder was erst zurückgeschrieben. Ich denke so, Alter. Auf unserem Discord-Server kommst du, indem du hier unterm Video auf MySplus Support Discord klickst. Dann kommst du da drauf. Der echte Baba, die Maps, die wir gerade genannt haben, die kommen zusammen mit Terra Life, wenn Terra Life released wird. Also so ist zumindest der Plan. Was jetzt schade ist, ist, dass hier ein Dach drauf ist, dass jetzt die Sonne nicht so schön auf die Fahrzeuge scheint, ne? Ich wollte ja mal ein überdachtes Fahrsilo haben. Ja, sie sind auch einfach total geil. Es sind ja ganz viele kleine Silos. Kommen die ersten Maps dann alle zeitgleich mit Terra Life? Terra Life ist die Maps. Sind die Maps. Die Maps sind Terra Life. Die Maps werden in Terra Life eingebaut. Nicht andersrum. Das ist die, genau, ist die alte Ostseeküste. Genau, das ist unser alter Spielstand. Das ist unser Spielstand von letztem Jahr, wo ich halt gesagt habe, wir streamen jetzt nicht weiter darauf, weil ich keine Lust habe, immer nur zu sagen, was wir mit Terra Life gemacht haben, aber es euch nicht zeigen kann. Und jetzt haben wir ja eine Woche lang mal so ein bisschen gezeigt, was wir machen. Und jetzt heute, ich wollte halt einfach mal ein bisschen daddeln. Das bot sich dann ganz gut an, weil ich hier noch gemeldet hatte. Genau, und hier lag halt noch so. Ja, Rainer macht das Silo glatter als so manche Straße. Das ist wohl wahr. Das kann der Rainer. Der ist der Silomeister. Ja, ich keine Ahnung. Ich hab das so gerne noch. Das ist genau wie. Du könntest mich auch wahrscheinlich 20 Hektar mit dem Einkreisel sparen lassen. Das würde mich nicht stören. Tut mir leid, dass ich so viel frage, aber kommen alle Maps mit Terra Life zusammen oder immer einzeln? Es kommen. Habe ich die Alpenflair eigentlich eben gesagt? Ich weiß. Ja, es kommen, wenn es gut geht, kommen 4 Maps zeitgleich in Modhub. Irgendwo in Thüringen, Alpenflair, Holzer, Eifel. Ja, genau, so war der Plan. Genau. So, und dann dazu kommen ja die, also die Karten gehören zu Terra Life, die Karten gehören zu den Assets, die Karten gehören zu den Utils und dem ganzen Kram. Das heißt, das ist ein Paket. Der Hintergedanke daran ist, dass wir halt Terra Life updaten können und müssen an den Maps nichts machen. Das heißt, wir können später einfach in Terra Life irgendwas updaten und das ist automatisch für alle Maps, für alle Terra Life Maps mit drin. Das heißt, es werden wahrscheinlich keine Foliages mehr in den Karten sein, es sind keine Ballen mehr in den Karten drin und so weiter. Das ist alles in Terra Life drin. Und das ist dann automatisch für die Sachen kombiniert. Ist nachher für den Support leichter und macht es halt wirklich auch einfacher, wenn wir weiterentwickeln an Terra Life und dann noch irgendwas zwischenschieben wollen. Muss nicht immer der ganze Kram wieder getestet werden, es müssen nicht alle Karten getestet werden und, sondern es brauchen dann nur die paar Kleinigkeiten im Terra Life getestet zu werden. Macht es halt auch für Giants einfacher dann. Am Anfang ist es natürlich erstmal Aufwand, ne? So, und wenn das dann halt so ist, dann können wir dann danach einfach die Landersummen, die Galgenberg und so weiter, die können dann released werden, ohne dass man dafür extra wieder Terra Life updaten muss oder sowas. Wird die USK... Es hat keine Stunde gedauert. Also die USK wird bestimmt Terra Life bekommen für irgendeinen Spielstand von uns. Sei es drum um einen Spoiler, reiner Spielstand, sei es drum um einen vielleicht Alien-Freizeit-Spielstand oder was auch immer. Das Problem mit dem reiner Spielstand ist, dass Rainer den Spielstand ja schon angefangen hatte. Bräuchte ich mir das Safe Game bitte. Ja, sind ja schon fast 60 Stunden drin in dem Spielstand. Ja, das ist halt hier, der Spielstand ist ja auch im Arsch, ne? Also den können wir auch nicht übertragen. Es wäre schön, wenn wir die ganzen Gebäude und Höfe und was wir so gemacht haben übertragen können. Mir wäre es ja egal, wenn alle Felder dann quasi Weizen drauf ist oder so, aber halt das andere passend ist. Aber dafür, das geht halt nicht. Das ist halt, der Aufwand ist nicht gerechtfertigt. Also ich glaube, der Aufwand, das wieder selber so zu malen und so zu machen, ist geringer als
als zu versuchen, den Safe, den Spielstand zu retten. Gehe ich mal von aus, also würde ich jetzt Björn mal fragen. Agrasigi, dankeschön für dein Follow. Aber wählt man dann in TerraLife aus, welche Map man will, oder wie kann man sich das Nein. Du hast im Prinzip... Du nimmst einfach die Map, die du spielen möchtest, und packst die mit den ganzen TerraLife-Sachen in den Mod-Ordner, wenn es eine TerraLife-Map ist, und dann geht's los. Ja, beziehungsweise du brauchst halt, wenn du TerraLife im Ordner hast, brauchst du nur die Karten tauschen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ihr in den Streams schon drüber gesprochen habt, wie modular das aufgebaut ist. Ja, mehr oder weniger, was ich gerade eben gesagt habe. Also ich hatte, es sind insgesamt 6 Teile, glaube ich, im Moment. Aber es kann auch sein, dass es halt noch weniger wird, also inklusive der Karte. Warum habe ich eigentlich nochmal die Dachrinne an dem Jungviehstall so niedrig und so weit vorgebaut? Kann man die Karten ohne TerraLife spielen, wenn man mal keine Lust drauf hätte? Nein. Weil das hier ist ja Vanilla, ne? Hier, das hier ist ja Vanilla. Das 12 Monate, ne, warte, so rumgezeigt. August, September, ne, das ist ja so Vanilli, Milli Vanilli. Und bei uns mit TerraLife haben wir 48 Wochen. Das heißt, keine 12 Monate. Mehr. Wir haben 48 Wochen pro Jahr, das heißt 48 mal Wachstum mit bis zu 32 Wachstumsstufen pro Pflanze, und das ist halt einfach ganz viel in TerraLife drin, und das kannst du nicht machen. Bin ich jetzt gerade Shell oder ist das jetzt ist danach nichts mehr gekommen? Ah ne, ist nichts mehr gekommen. Ich wollte gerade sagen, es hat doch jetzt nicht nochmal einer gefragt, ob TerraLife, OSK mit TerraLife kommt. Gerade schon, krieg schon Koller. Ich krieg schon OSK-Koller. Der absolute OSK-Koller. Es ist eigentlich schade, also ich fände es halt auch klasse, wenn jetzt hier TerraLife drin wäre in der OSK. Ja, definitiv. Allein die Tierställe, die wären einfach... Für Fleckvieh umgestanden. Ja, boah, weißt du... Oh, Timo, ne? Für die Bullen. Timo, sag mir, wo ich dich küssen soll, ich mach's, ne? Was bitte? Ja, mit dem Fleckvieh, das ist einfach... Boah, Alter. Ja, die hast du alle handbemalt, ne? Ja, das ist alles. Ich habe mir extra ein Grafik-Tablet gekauft. Nein! Und habe dann alles mit der Hand eingezeichnet, weil ich habe es ewig versucht, mit verschiedenen Masken, dann in Photoshop Masken zu erstellen und dann auf die UVs anzupassen, und das ist alles immer nur so halb, und dann habe ich mir gedacht, leck mich jetzt. Was hast du hier geholt? X-Pen? Nee, ein Huion. Okay. Ich habe X-Pen 22 Pro oder irgendwie sowas. Ich brauche dringend... Oh, boah, du wirst mir ganz viel Anleitungshilfe geben können. Bei dem, wo wir letztens von gesprochen haben, wo du sagtest, ja, sag halt Bescheid, wenn du was brauchst, ich mach dir das. Wo ich dann meinte, also mit dem Painten, ne? Da brauche ich unbedingt Anleitung, wie das geht mit diesem Teil dann. Ja, das kriegt man. Aber ey, boah, Leute, wenn ihr das sehen könntet, wie das Fleckvieh aussieht... Der war ja im Stream zu sehen. Agrasibi, Sigi, dankeschön für deine 13,37. Ich gehe davon aus, das waren wahrscheinlich 15 Euro, oder? Oder was ist die 13,37? Nee, 13,37 ist beabsichtigt. Okay. Burg Konradsheim ist übrigens gebaut 1337, wollte ich nur sagen. Dankeschön, dass du daran gedacht hast. Die Burg ist Lied. Okay. kommt denn auch eine PDF-Datei, wo alles beschrieben ist? Oh ja, die wird kommen. Die wird in Buchformat erscheinen. Ich meine, Ludi hat schon angefangen mit der PDF für die Holzer. Ja, die Holzer, die hat ja dann wieder so 50, 60 Seiten, ne? So, wie Ludi halt so ist. Ludi sagte mir schon, also ich habe alleine für die Seiten, irgendwie für die ganzen Funktionen, die der Hof hat, den ich gebaut habe, also meinte er schon, das sind schon so und so viele Seiten, einfach nur um die Funktionen zu erklären. Ja, und das ne? Also es kommen halt die 60 Seiten oder wie viel auch immer Ludi. Und dann kommen ja nochmal die 300 Seiten TerraLife.
Und dann kommen ja für die anderen Karten wahrscheinlich auch noch PDFs, ne? Also dat, deshalb, das wird schon ziemlich umfangreich werden, was ihr da zu lesen habt. Paul, ich habe eine Frage. Du hast in einem Stream mal was gesagt, dass es bei den Kühen noch eine Lagervergrößerung gibt mit Mais Plus. Weißt du noch, in welchem... Ich kann jetzt einfach nochmal sagen. Es kommt ein Update für die Animal Food Edition. Und da hat der Achim das reingepackt, was er für die Hof Bergmann gemacht hat. Dass im Prinzip, dass im Prinzip die Kapazitäten vom Stall, sprich Trog, Milch und Gülle, entsprechend den Verbräuchen und Outputs von Mais Plus von der Animal Food Extension angepasst werden, global. 1337 ist eine Gaming-Glückszahl. Gibt es das Buch schon vorzubestellen? Na, Gibbis, du hast sowieso schon ein Exemplar verdient. Hemmö, you're king with Terra Life. We are the whole team. The first time, I mean, Mace Plus was kind of a one-to-two-man show. Later on, a three-man show. But Terra Life is a 25-man team effort. This time, it is a team effort, so we are some more princes, princes of the universe. Hey, mal so eine Frage unter uns Nerds, wenn jetzt keiner dabei ist, habe ich Pech gehabt. Aber ihr kennt doch alle Henry Cavill oder wie er da heißt, ne? Der hier Superman und so spielt und The Witcher und sowas, ne? Komm, wer kennt das hier von euch? Jetzt bei uns hier im Voice. Ich kenne den schon. Weil wir jetzt haben wir einen Bavarian Tom auch noch im Chat. Was ist denn jetzt los? ja, der soll ja jetzt auch den Highlander spielen. Und dann soll der ja auch irgendwie, ist der ja für Wolverine in Frage. Und ey, der wird doch sowas von verbraten. Ich finde das irgendeiner klasse, einen Schauspieler in 30.000 Rollen zu sehen und dann alles so Fantasy und Superhelden. Ernsthaft, findest du, das ist eine vernünftige Entscheidung oder das ist doch verbraten oder nicht verbrennen? Also, fällt mir nur so ein, weil ich habe das The Witcher, Superman, dann ja, Wolverine, dann egal. Ja, nee, klar, dass der Witcher nicht mehr macht, aber man kennt ihn halt darunter und so, ne? Und ich fand halt, der war der perfekte Superman und überhaupt, also das fand ich halt toll. Und überhaupt, was DC gemacht hat, also mit Wonder Woman, Superman, Batman, das passte halt alles und Aquaman, das waren halt, also, warum haben die alle rausgeschmissen? Ist halt ein Job, er kann ja nicht ein Leben lang von einer Rolle leben. Nein, versteh mich nicht falsch. Also Kapi, moin. Bavarian Tom, was soll das jetzt heißen? Ja, wir haben hier Bavarian Redneck. Deshalb war ich jetzt gerade mit Bavarian dran. Also hat nichts, war nicht negativ, ich meinte nur, die Bavarian Armee ist da. Nee, ist klar, dass das nur ein Job ist, Björn, aber der wird halt ja jetzt immer vorgeschlagen für den ganzen Kram und ich finde, das ist halt so ein Verbrennen von weißt du, so wie sagt man dazu, eine Überreizung sozusagen. Also für mich wirkt das so. Dann ist so, als würden die Leute nur noch von Terra Life reden. Ne? Das ist halt Reizüberflutung. Entschuldigung. Beim 19er so wurde mir vorgehalten, dass das ist ja nur noch Thema Mais Plus, gell? Was ist das? Ja. Wie war das bei After Eight? What else? Oder war das nicht After Eight? Bitte doch. Rainer, Werbung. What else? Wo war die Antwort drauf? War das After Eight? Oh, nee, Nescafé war es. Nescafé. Wie heißt der noch, der Nescafé? Dieser hier, George Clooney. Nespresso, oder wie der Kram da Nespresso, hieß. Ja. Nespresso, genau. Ja. Ja. War das doch mit What Else?
Kennst du eigentlich Landwirt in MV? Der macht sehr interessante Farming-Content. Ja, wir waren eigentlich auch... Ach so, Maurice hat es geschrieben. Nespresso, glaube ich. Genau, hast du recht. Ja, kennen, persönlichen Kontakt noch nicht. Robert hat, glaube ich, persönlichen Kontakt. Oder wir haben, keine Ahnung, irgendwie ist da so eine Verknüpfung. Wir warten auf jeden Fall drauf. Weil er halt extremst guten Content macht. Vernünftig erklärt und von der Thematik her auch gut passt. Marvel juckt mich eh nicht, nichts von gesehen, und wenn in verschiedenen Filmen auftaucht, ist mir das eigentlich auch egal. Viel schlimmer ist, wenn die Synchronstimmen ändern. Oh ja, das ist auch schlimm. Tombi 0815, moin! Alter Gil, moin! Boah, die kennen das alle mit Nespresso. Mir was entfallen. Scheiße. Nicht aufgepasst. Kam kein dummes Thema, 103% im Ladewagen. Das erste Mal. Ja, also der hat, ich weiß nicht, ob der den Eintrag fürs Gesamtgewicht nicht hat, anscheinend kannst du den nicht überladen. Nee, du hast ja hier aufbereitet. Nee, du hast ja Semi-Dry sogar, ne? Mhm. Das ist ja auch leichter, das ist ja auch viel leichter. Ja, ich habe halt, glaube ich, mit Aufbereiter gemäht und dann einmal gewendet. Boah, ich finde das hier so schön, diese bunten Hecken, verschiedene Grüntöne. Ach ne, ich habe ohne Aufbereiter gemäht, habe ich zweimal gewendet. Ich habe ja hier gar keine Aufbereiter an dem Spielstand. Oder hast du wieder irgendwo einen im Gebüsch stehen? Nee. Wo ist mein Silo-Verteilgerät? In den Karpaten. Ja, wenn ich den Ladewagen da nicht vorgestellt hätte, hätte ich den auch da in dem Gras liegen sehen. Hallo, ich bin da dran vorbeigelaufen. Ich bin da hinten rumgelaufen, die haben ihn nicht gesehen. Ich habe mir nur gedacht, dass er irgendwo im Gebüsch liegt, aber ich habe ihn nicht gesehen. War ja auch schon länger nicht mehr hier. Ja. Praktisch, dass hier nichts eingestaubt ist und dass die Trecker sofort angesprungen sind, ne? Warte, ich lasse ihn jetzt mal hier draußen direkt stehen. Kannst direkt reinhüpfen. Geh ich mal kurz hier. Zur Fachlichkeit von Hannes sage ich mir Folgendes. In einem einzigen von seinen Videos lernt man von dem Pflanzenbau so viel wie in einem Semester bei uns in der Schule. 4 bis 8 Mal. Ja, er fasst sich halt kurz, bleibt beim Wesentlichen und er macht es halt wirklich sehr gut. Und macht es sozusagen mit leichter Kost. Steinhauser, wie weit ist Terra Live? Die letzten 5 oder 6 Streams gucken, wo wir halt auf der Terra Live Testmap und auf der Eifel waren und wo ich halt wirklich komplett erklärt habe, was wir so zurzeit haben, was gemacht wurde, was noch gemacht werden muss. Wir sind ja hier jetzt auf unserem alten Spielstand wieder, wo wir damals aufgehört hatten, wo ich gesagt habe, ich würde hier nur ungern weiter streamen, weil ich möchte gerne von Terra Live zeigen und nicht immer nur davon reden. Und heute wollen wir mal ein bisschen spielen. Heißt, Terra Live ist sehr weit, wenn man es so sagen kann. Alter Gier, das ist die alte OSK, wo wir immer drauf gestreamt haben. Mehr als ich dachte, was hier so liegt. Es ist noch eine Reihe. Es ist noch eine Reihe. Ja, an dem Feld 12, der rechte Rand an der Straße, die nach oben geht, da liegen auch noch 2, 3 Schwade. Das habe ich auch noch gemäht. Das eine Feld, okay. Wo Mais, Rüben, Mais und so. Ja, ja, ja. Wo der Lohnunternehmer gepennert hat. Hast du mir die Deichsel wieder runtergemacht? Ja, eigentlich schon. Vielleicht nicht ganz, aber... Doch, passt, hast du. Oh, das sieht so klasse aus.
Das ist ein schönes Gespann, ein wirklich schönes Gespann. Aber ich kann gar nicht in Außenkamera fahren. Ah! Ich liebe ja, das. Wenn alles klappt, habe ich in ein paar Wochen dann auch Setup mit Lenkrad und so. Das wird dann auch richtig witzig. Aber auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass dann jeder deiner Trecker auch einen Beifahrersitz hat. Mich da wieder dran gewöhnen zu müssen. Ich habe ja nur mal kurz mit Lenkrad mal gespielt, als Kirby mir damals das LS-Lenkrad geschenkt hat. Ja, aber ich kann dich total beruhigen. Halbes Jahr nicht mit Headtrack und Lenkrad gespielt und ich habe gedacht, ich habe noch nie das Ding gefahren. Also, vor allem ist ja jetzt auch neue Sitzposition. Ich sitze ja jetzt nicht auf dem Traktorsitz, sondern ich sitze auf dem Bürostuhl, der so hin und her rutscht. Und die Pedale sind noch nicht fest. Ist ja alles so ein bisschen provisorisch. Und da hat man dann halt schon mal hier so verschiedene Sitzpositionen und dann liest man den Chat und dann fährt man in den Baum und dann beim Rückwärtsfahren mit dem Umgucken. Oh. Achso, ich muss... DZP wieder auf Clip dran. Ja, genau, der DZP Clippy. Oh, deshalb werde ich mich jetzt so nach hinten... Warte mal, wir können ja mal hier neu justieren. Schön nach hinten gelehnt. Warte, dann muss ich das Mikro aber wieder ranholen, weil sonst wäre ich wieder zu leise. Please eat the mic. Oh, hier ist Mais. Oh ja, wir wollten auch Häckselparty machen, ne? Mhm. Das wäre eigentlich ein cooler Abschluss für die Map, tatsächlich. Das kriegen wir aber in einem normalen 8-Stunden-Stream nicht hin, ne? Hast du gesehen, wie viel Mais hier steht? Ja, du hast ja einfach nochmal nachgepflanzt, ne? Ja, das, Als dann hieß, wir machen Häckselparty. Ja, ich habe halt wirklich auch gedacht, wir würden damit so einen Abschluss machen, ne? Aber... Es kam ja wieder alles anders. Aber da bin ich. Das wäre natürlich der richtige Server-Stress-Test, ne? Ja, mit 16 Mann. Mit 16 Mann hier auf den Server und dann Häckselparty machen. Ja, da muss ich aber noch einen Mod hier auf den Server laden, glaube ich. Den muss ich mir vorher nochmal angucken. Xerion 2500. Oh, nee. Den wollte ich schon fast hier draufpacken, weil ich ja die drei Xerions habe. Ich habe ihn mir noch nicht angeguckt. Runtergeladen habe ich ihn. Ich habe mir auch noch nicht angeguckt, aber damit, wenn der schön ist, damit Silo walzen, wäre schon ziemlich cool. Den dürftest du dir dann beim Lohnunternehmer gerne leihen, weil der hat ja Xerion. Ja. Aber der wäre halt wirklich was für hier drauf. Vor allem an der Ostsee kannst du den auch gut auslasten. Oh, ich muss ja hier noch meine Pappelallee muss ich noch zu Holz machen und hier meine Pferdchen und also die nicht zu Holz machen, die wären keine Holzpferdchen. Oder gibt es im nächsten ein Holzpferdchen-Update-Chisel? Schaukelpferd. Ist der noch da? Hans Schaukelpferd. Ja, ich stehe in der Küche. Ach, du stehst in der... Ich musste erst zum Treppe laufen und mich entnehmen. Hast du das nicht um den Hals hängen? Das gibt ja gar nicht. Ja. Nicht jeder hat so Fernseher in der Küche stehen, so wie du. Ja, von wegen, ich habe noch nicht mal eine Küche. Schweige denn Fernseher. Fernseher habe ich auch keinen. Ich bin eine arme Sau, denn ich habe noch nicht mal eine Frau. Boah, irgendwie, ich bin ein bisschen aus der Übung, ne, Rainer? Die dummen Sprüche und blöden Sätze, die waren früher besser. Warte mal, wie ging das jetzt nochmal mit dem hier zurücksetzen vom... Ah, so, genau. Oh, jetzt passt das auch. Ah. Psycho... Oh je. Psycho Wow. Guten Abend, ich wollte einfach mal Danke sagen für eure Arbeit und eure Mühe, die ihr für uns investiert. Ich freue mich schon auf TerraLive. TerraLive Plus, gerne. Braven, hi, Braven? Braven nicht Voice, Braven nur Chat? Braven nur Chat. Ich hab, glaube ich, Chat verpasst irgendwie. Patrice, servus, jetzt habe ich auch mal den neuen Live-Stream erwischen. Ich habe die letzten Streams auf YouTube angeschaut und ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt, top Arbeit. Dankeschön, gebe ich mir einfach so ans Team weiter. Bergbauer-Clip, ach, jetzt hat der mir den Auffahrunfall hier geklippt, ey. Ich glaube es ja nicht. Weißt du, in Jahren einen Unfall.
Hamel, what maps do you think Terra Life will be on? I don't think I know that it will be Holzer, Eifel, Alpenflair, somewhere in Thüringer, what it was called. The new map from Quentin, from MA7, the Polonais, the French map, the Landersum and the Galgenberg. Braven muss essen. Knecht Atri, servus. Ja, wir müssen gleich, ne, geht ja auch gleich in die Strukturkasse. Team-Meeting mit Essensbeteiligung oder so. Wir bräuchten so ein Pizza-Delivery für die Meetings, ne? Ist so überall ja, zeitgleich eine Pizza angelegt. Kann man das nicht mit Lieferando timen oder so? Das so quasi... Du kannst mit Lieferando auf Zeit vorbestellen. Das geht. Also 25... Frage ist halt nur, ob der Laden, wo du bestellst, das halt auch tatsächlich hinkriegt. Das dann, ja, das stimmt. Das funktioniert nämlich seltener, als man glaubt. Vergesst die neue Map nicht, Aliens Graveyard and Amusement Park. Was? Bei dir gibt's keinen Lieferdienst? Ja, glaube ich's denn. Pass auf jetzt. Im tiefsten Österreich gibt's überhaupt keinen Lieferdienst? Was ist das denn? Kaffeekränzchen mit Team. Sag mal, du hast hier aber auch Ertrag, ey. Ich hab nur gedüngt. Ja, ich krieg die eine Reihe auf dem anderen Feld, glaube ich, gar nicht mehr mit. Ich hab hier eine Reihe weg und der Ladewagen ist halb voll. Ist auch irgendwie gefühlt so 28 Meter auf einen Schwatt gelegt. Ich komme kaum mit den Rädern dran vorbei. Ich habe den mit dem Fettigen aus Altenschwader, mit dem großen von Adder. Habe ich gespart. Aber ich habe da auch gedacht, als ich die gespart habe, hier liegt aber Zeug drauf. Ne? Ich glaube, das war aber auch sehr weit ausgewachsen, das Gras. Kurz essen? Schmeckt der kurz? Hast du es gesehen? Peter Dinklage haben sie in den Kalender gepackt und haben ihn auf Februar gelegt? Mhm. Oder was, März? Das ist nochmal der kurze Monat Februar, ne? Ja. Und der so... The shortest month of the year, really? Ich fand das total klasse. Oh. Boah, ich hab Hunger, ne? Gibt's öfter mal was Neues? Ja, nee, ich hab gesagt, boah, ich vorm Stream kochen bringt nix. Nach dem Stream kochen vor Meeting bringt nix. Also wird das heute ein kurzes Meeting, weil. Ja, ich hatte auch so gesagt, vorm Stream essen ist ein bisschen sehr früh. Aber zumindest Essen schon mal so weit vorbereiten, dass ich dann während des Streams kochen kann und ich dann nach dem Stream bzw. nach dem Meeting essen kann. Also im Zweifelsfall nehme ich auch die Nachos und oder Tacos oder wie sie heißen, Nachos, Tacos und die Käse-Dingens in der Mikro schnell heiß gemacht und dann wird die dippt. Ja, mir gibt's vielleicht Chili. Ja, wir haben eigentlich ziemlich leckere Sachen im Kühlschrank, was ich eigentlich kochen wollte. Aber... Oder es gibt halt heute Abend um 10 dann warmes Essen, das ist auch nicht schlecht. Apropos Essen. Ich bin dann jetzt auch immer raus, weil ich jetzt auch immer esse. Ja, macht ruhig. Wir machen jetzt gleich, weil ne, wir brauchen ein bisschen Vorlauf, also dass wir was essen können, bevor das Meeting losgeht. Jo, passt. Dann. Läuft TerraLife auch mit anderen Mod-Maschinengebäuden? Alles, was Giants Standard ist, sollte funktionieren. Produktion muss man halt auf die Filter entsprechen.
dann anpassen. Na, bei Produktion wird es ja bestimmt auch was von Braven geben. Ich park den jetzt mal hier, das schaffe ich nicht mehr bis zu dir. Das eilt ja nicht. Hanne, hast du mal gesaved? Nee, aber könnte ich mal machen. Is the grass gonna self-dry on the field or do you need to tat it? Can't tell you now yet, because we are still working on some features and we are not sure if they will make it into it or into Terra Life or not. We will have to really check the performance afterwards. VSM Philipp, ja moin. Jetzt kommst du gerade zum Wir gehen jetzt. Das ist ja the impossible mission hier. Weil wir haben jetzt gleich um 8 haben wir, also kurz nach 8 haben wir Team-Meeting. Das heißt, wir müssen den Stream etwas kürzer halten. Das heißt, wir werden jetzt relativ zügig irgendeinen komischen Warte mal, wie kann man das denn hier überhaupt machen? Dann kommen wir schon wieder in diese komische. Wie? Bescheuert? Das gefällt mir nicht, was die hier gemacht haben. Mit dem. Ja, wie gesagt, wir werden einfach hier mal kurz einen Kanal raiden, den ich mir jetzt hier mal aussuche. Wer ist denn hier live? Wir gehen zu den Dudes, glaube ich. Sagen wir denen mal ganz lieb Hallo. Ganz viel Liebe von Paul, ne? Mal hier da lassen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir werden nächste Woche, wenn wir wieder Terra Life Content zeigen. Wir haben ein paar Sachen, die wir beheben mussten, die wir behoben haben. Ich denke mal, mit der Eifel wird nächste Woche klappen. Das besprechen wir aber gleich nachher in dem Team-Meeting. Deshalb kann ich euch erst morgen oder am Dienstag was dazu sagen. Ne, wir gehen jetzt mal rüber. Lasst mal Liebe von Paul da. Ich bedanke mich bei allen fürs Supporten, fürs Dabeisein. Wir sehen uns später. Danke, ihr Lieben, und danke an Timo, Rainer für Dabeisein. Wir sehen uns später. Ciao. Ciao. Trotzdem, ne? Ja, dann sehr schön. Nee, wir können die nicht anwerden, aber auch doppelt eingeblendet. Was ist denn heute los, Mann?